Wenn ich Ihnen jetzt alle erfolgreichen Skispringer aufzählen wollte, die aus Oberstdorf kommen, würde das den zeitlichen Rahmen definitiv sprengen. Ich habe mir heute wirklich fachkundige Verstärkung geholt. Den bekannten französischen Springer Marcel Leclerc, der diesmal leider nicht selbst am Start ist. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, mon ami. Danke für die freundliche Einladung und hallo allerseits. Die Vier-Schanzentournee ist sicher eine Kultveranstaltung unter den Skisprungwettbewerben. Wir freuen uns, beim heutigen Auftakt dabei sein zu dürfen. Am Start jetzt ein Springer aus der starken finnischen Mannschaft. Vielleicht kann er Janne Ahonen nacheifern, der ja auch im letzten Jahr wieder ganz, ganz starke Leistungen im Weltcup gezeigt hat. Er scheint wirklich alle Skisprung-Lehrbücher auswendig gelernt zu haben. Naja, auf jeden Fall das Kapitel über die Landung. Das war optimal, Marcel, oder? Super, in der Tat. Hab nicht gesehen, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Das lohnt. Das Feld der Springer wird jetzt wieder. Was könnte man aus Ihrer Sicht tun, um Skispringen bei Ihren Landsleuten etwas populärer zu machen, Marcel? Vielleicht sollte man bei den Veranstaltungen guten Wein ausschenken. Naja, Glühwein gibt es ja ab und zu. Bitte Sie, das ist doch kein Wein. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass er diese Wertung genau so schon einmal bekommen hat. Die Punktrichter bewerten ihn da genau richtig, finde ich. Nee, besser ist er einfach noch nicht. Aber das kann ja noch kommen. Da ist noch einmal das Ergebnis. Der heutige Austragungsort heißt Garmisch-Partenkirchen im Bezirk. Ich habe heute einen besonderen Gast, Monsieur Leclerc. Sind Sie mir böse, wenn... Ich wäre ja selbst gern... Weiter geht's in der Vier-Schanzentournee. Es bleibt... Bei dem starken Aufwind müssten eigentlich echte Rekordweiten drin sein. Ja, absolut. Der Wind ist perfekt heute. Lassen wir uns überraschen. Mit diesem Sprung springt er genau in den Bereich seiner momentanen Möglichkeiten. Mehr ist einfach zurzeit nicht drin für ihn. Weiter geht's noch nicht hinaus. Riskieren wir noch die Technik des V. Das Feld der Springer wird jetzt wieder kleiner nach diesem ersten Durchgang. Nur die besten 30 sehen wir gleich zu ihrem entscheidenden Sprung noch einmal wieder. Auf dieser Schanze sprang einst Dieter Thoma bei seinem Millenniumsprung ins neue Jahrtausend. Auch heute bestätigt er seine derzeitige Form mit einer konstanten Leistung. Der Technik sei Dank. Jetzt können wir uns bei... Das Endergebnis hier noch einmal auf einen Blick für Sie, liebe Zuschauer. Ein spannender Wettkampf war das heute. So wünschen... Hallo aus dem wunderschönen Innsbruck. Ja, hier ist man wirklich überall von... Und was wäre ein Moderator ohne einen Mann aus der Praxis? Und das ist diesmal... Beim nächsten Mal... Machen wir uns bereit für die nächste Runde der... Er ist ein echter Siegertyp. Völlig zu Recht ist er da ganz vorne zu finden. Wo andere mit schlechten Bedingungen wie fehlendem Wind oder schlechter Sicht hadern, da zeigt er immer noch tolle Sprünge im Vergleich zur Konkurrenz. Die vielleicht schwierigste Phase beim Skispringen hat er gut gemeistert. Den Absprung. Gute Voraussetzung für einen ordentlichen Sprung. Was gibt es bei diesen Noten noch großartig zu kommentieren? Wir haben einen super Sprung gesehen und das meinen auch die Punktrichter.
Absolute Traumnoten sind das, die er hier bekommt. Die Regie ist sich... Marcel, Ihr Fazit zum ersten Durchgang, bitte. Aber gerne. Ich denke, Wir haben das Thema ja schon öfter angeschnitten. Skispringen ist ein Sport voller Unwägbarkeiten, ja, Mysterien. Das macht die Sache so interessant. Man kann sich nie sicher sein, was passieren wird. Ein psychologisches Problem für uns Athleten. Mensch, bist du ganz oben, im nächsten einmal. Das liegt in der Natur der Sache, oder? So zu sagen. Schauen wir uns mal die Aufzeichnung an. So viel Zeit muss sein. So, nach der Entscheidung jetzt nochmal das Endergebnis des heutigen Spiels. Hallo zum Skispringen in Bischofshofen. Das hat hier ja schon eine lange Tradition. An meiner Seite ist Marcel Leclerc, der uns... Ist mal was anderes. Wer wird die Vier-Schanzentournee die... Er ist einer der überragenden Springer in dieser Saison und steht da ganz zurecht vorne. Auf die Minute topfit. Da können sich viele Kollegen ganz, ganz viel bei ihm abschauen. Professionell vorbereitet, absolut konzentriert im Training und Wettkampf. Ein Siegertyp eben. Wow, vorbildliche Landung, die er hier am Hang zeigt. Telemark, die Skier ganz flach aufgesetzt, nicht verkantet. So wollen es die Punktrichter sehen. Na, und die Zuschauer natürlich auch. Gratulation. Felicitation. Die Wiederholung. Die Spreu trennt sich vom Weizen, heißt es bei diesen Gelegenheiten immer so schön. Nachdem ein französisches Boulevardblatt hat kolportiert, dass sie unter Flugangst leiden. Das ist so eine Geschichte. Eine bösartige Unterstellung. Kein Wort wahr daran? Naja, der Hintergrund ist der, ich habe als Halbwüchsiger entsetzlich unter Höhenangst gelitten. Deshalb hat mich mein Vater mal auf eine Schanze mitgenommen. Er sagt, wenn du da mal runtersprichst, brauchst du nie mehr vor etwas Angst. Und das war der Beginn ihrer Karriere? Sag du mal. Unglaublich. Also tu es. Schauen wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Liebe Zuschauer, hier nochmal das Ergebnis zum Nachlesen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch beim nächsten Springen wieder begrüßen darf. Vielen Dank auch an Marcel Leclerc, meinen heutigen Co-Kommentator. Ich sage auch Dankeschön, Harry. Merci und bis bald, euer Marcel.